Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wer kennt es nicht, gerade beim Grillen, es bleiben ein paar Würstchen über und die will man dann einschweißen. Und es gibt so richtig große Einschweißgeräte, da habe ich zwar eins zu Hause, aber dadurch halt eher dann schon das Fleisch vorvakuumieren und dann eingefrieren. Aber so für schnelle Sachen und man hat halt nicht diese speziellen Sackerl, gibt es halt dann auch so kleine Einschweißgeräte. Das habe ich mir jetzt geholt und zwar, das ist das hier, den Mini-Bag-Sealer, sogar mit Cutter, also das heißt, man kann dann auch schneiden. Ja, normalerweise verwende ich ja diese coolen Einschweißtüten von dem bekannten Möbelhaus. Hier sieht man es auch schon. Die kann man auch schön verschließen, aber wir sind jetzt einmal ausgegangen und jetzt bin ich mal drauf gekommen, dass eigentlich dann solche Gefrierbeutel eigentlich viel günstiger sind, in der Menge gesehen, als ja, die vom IKEA. Und dazu braucht man halt dann noch sein Einschweißgerät und ja, das werden wir jetzt zusammen unboxen und natürlich auch gleich testen. So, hier haben wir es jetzt, den Bag Sealer und Cutter 2 in 1. So groß ist das Ganze mit Batteriebetrieb. Sogar die Batterien sollen dabei sein. Hier sieht man es nochmal, hier kann man schneiden und hier kann man dann versiegeln. Ja, hier stehen noch ein paar andere Sachen, wie alles made in China. Hier steht es auch nochmal. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mal auf. Ist eigentlich ganz simpel. Und hier ist schon das Gerät. Was haben wir hier noch drinnen? Wichtig sind die zwei Batterien. Und dann hat man hier schon mal gleich so zwei beziehungsweise solche Beutel zum Versiegeln. Und ja, eine Betriebsanleitung, aber ich glaube, es ist quasi selbsterklärend. Darum werden wir das auch so schaffen. Nehmen wir die Beutel mal wieder rein und holen wir mal das Gerät raus. Hier sehen wir schon. Ja, Ein- und Ausschalter ist, glaube ich, selbsterklärend. Dann hätten wir hier den Schneider. Hier ist das Messer drinnen. Also bitte sehr aufpassen. Hier ist die Klinge. Seht ihr das? Und rein und raus. Rein und raus. Also wie so ein kleines Stendelmesser. Und hier ist eigentlich das Hauptding, wo halt dann geschweißt wird. Wir werden das Ganze jetzt testen. Hier haben wir noch so eine kleine Lasche hinten, für was auch immer die ist, weiß ich nicht. Und ja, das Ganze gibt es in Schwarz, aber auch in Weiß. Ja, ich habe es halt jetzt in Schwarz und ich würde sagen, wir werden das einfach jetzt einmal aufmachen, die Batterien reingeben und testen. Schalten wir das Ganze mal ein. Es gibt auf jeden Fall keine Kontrollleuchte, das heißt, das ist ein bisschen risky. Aber wir werden das jetzt einmal testen mit dieser Folie, ob es dann wirklich einschweißt und los geht's. Und wie ihr seht, hier ist jetzt schon ein bisschen eingeschweißt das Ganze. Hier wäre jetzt noch offen und hier hätten wir jetzt den verschweißten Teil. Also es funktioniert nicht schlecht, aber auch sehr semi. Also das heißt, ich könnte zwar jetzt versiegeln, aber nicht vakuumieren. Und ich habe so ein Gerät, was jetzt zum Beispiel zum Vakuumieren ist und zum Versiegeln. Das macht die beiden Arbeitsschritte eigentlich in einen. Aber für so kleine Sachen, glaube ich, wenn wir jetzt nur schnell irgendwas reinhauen, zum Beispiel ein paar Beeren überbleiben oder ein paar Grillwürstel und man will die einfach jetzt nicht, sagen wir, man kann sie einfach nicht aufheben und man möchte sie einfach einfrieren fürs nächste Mal, für die nächste Grillerei oder für was auch immer, kann man das halt mit dem dann richtig gut schnell machen und ja, vor allem, es passt in jede Lade hinein, das heißt in jede Bestecklade, man hat es immer gleich griffbereit. Wichtig ist der Batteriebetrieb, das finde ich auch nicht schlecht, somit ist man unabhängig vom Strom. Und ich glaube, für so schnelle Sachen zum Versiegeln reicht es eigentlich vollkommen. Was kostet das? Unverbindliche Preisempfehlung, sagen wir bei 15,99 €. Ob ihr jetzt den schwarzen oder den weißen kauft, ja, 15,99 €. Ja, den Link dazu für euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich werde das jetzt auf jeden Fall einmal testen und schauen, ob es wirklich den Zweck erfüllt, aber ich glaube, so für schnelle Sachen, was zum Verschweißen sind, ist es ideal und es passt auf jeden Fall in den Bestecklader. Es stört nicht so, es ist nicht wieder so ein großes Gerät in der Küche, sondern einfach was Kleines. Ja, das soll es jetzt endgültig gewesen sein mit diesem Video. Ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs freundliche Zusehen, über ein Däumchen nach oben und natürlich ein Abo würde ich mich sehr freuen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba.